Crash neue Edition. Und dabei wird auch ein Buch seine Weltpremiere erleben, nämlich von Schwarz. Und das ist ein Horror-Rapper. Also mal sehen, ob er kommt. Hat er jedenfalls gesagt, dass er ein Horror-Rapper ist. Naja, mal gucken, die Gedichte sind trotzdem gut. Merci. Yo, Schwarz in der Uruf eines weiteren Abends. Mein erster Gedichtband, er wird nicht der letzte sein. Heute Abend hier die Lesung in Köln in der alten Feuerwache. Da kommen schon die ersten Gäste, alles wunderbar. Demnächst auf YouTube zu sehen. Und da gehen die ersten Leute durch. Ja, mit diesem Buch ist es irgendwie komisch. Also ich bekam dann irgendwie auf meine Webadresse, die so für den allgemeinen Mob ist, ne? Also die meine richtige Adresse nicht haben. Kriegen. Da bekam ich irgendwie so ein Schreiben von so einem Typ, der erzählt, ich bin hier voll der Rapper, der Gangster-Rapper, ich habe lauter Prozesse und irgendwie Gewaltverherrlichung und überhaupt, da kommt man dann für den Knast, weil und genau gemein Zensur und all das und da ist das Verfahren und jenes Verfahren. Ich wusste nicht ganz, wieso er jetzt meint, dass das gute Werbung wäre für seinen Gedichtband, den er dann da angehängt hat. War dann aber überrascht, dass die Gedichte gar nichts damit zu tun hatten und irgendwie ziemlich gut waren. Also kurz, das war bestimmt nicht der Grund, weswegen ich überhaupt nur irgendwie da ernsthaft reingelesen habe, ne? Und das dann letztendlich auch wahrgenommen habe, muss ich schon sagen. Aber nun ja, auf manchem fauligen Haufen wachsen muntere Blüten. Und hier ist es halt ähnlich. Super Einführung. Ja. Ja, das ist mein Autor. Und er hat das Boot gemacht hier, ne? In der U-Haft eines weiteren Abends. Und ja, dann soll er dann die Blüten zeigen. Ne? Ja, also erstmal bitte ich meinen etwas komischen Aufzug zu entschuldigen. Oder ich will ihn mal kurz erklären. Ich bin ja quasi beruflich hier und ich bin hauptberuflich Hassrapper, wie die Bild-Zeitung geschrieben hat, nicht nur Horror-Rapper, das ist für die eher die eigene Zeichnung. Und hauptberuflich mache ich dann CDs wie diese hier, die heißt Humus und Holocaust. Und da sind Titel drauf wie Alle Qualen der Hölle, Folterbordell, Der Alphabetmörder und so weiter. Und ja, ganz große Kultur. Und zwischendurch gibt es dann eben auch Abfallprodukte und die hören sich dann zum Beispiel so an. Das Gedicht heißt Schwarzhandel. Den Liedschlag lang betreiben wir Schwarzhandel mit unseren Gedanken. Scan den Barcode meiner Wimpern und registriere im Sekundenschlaf die gemeinsame Nacht. Dann bring mir die Zeitrechnung mit einem kleinen Augenaufschlag. Ja, und was die Leute sich halt immer fragen, ist dann, wie passt das und das zusammen? Und versuchen immer so eine Verbindung anzufinden. Und naja, und beim nächsten Gedicht zum Beispiel, das heißt Hit, da haben wir zum Beispiel die Musik schon mal drin. Das geht so. Sämtliche Infos über die Empfängerin, den prominenten Love Songs entnommen, deren immergrüne Texte und Tonfolgen meine innersten Befindlichkeiten hübsch illustrieren, ohne sie erklären zu müssen, weil der Sound einfach zielsicher ins Ohr geht und hängen bleibt ein bestimmtes Jingle zum Mitsummen, während die Gedanken längst schon weiter sind. Der nächste Text heißt, wo kommt man? Radarblind. Da erkennen wir vielleicht auch wieder ein bisschen den Rapper drin. Radarblind laufe ich mit einem Nachtsichtgerät durch deinen Schlaf. Die Tontaubenträume im Visier hole ich sie mit Streufeuer vom überrumpelten Himmel zur REM-Phase. Deine Scanneraugen huschen durch die zerschossene Nachtruhe. Gesundheit. Das unterbewusste Planquadrat absuchend nach dem Killerkommando im Tarnmantel deiner Erinnerung an mich. Die alte Lyra. Fühlst du dich ins Surrogat, den Nachthimmel und alles Inbegriffene?
Spür die poetischen Reflexe, sie simulieren hübsche Gefühle. Wie beglücken dich die identischen Effekte, die abgewichsten Träume neu. Immer wieder lügst du dir deine Sternenporno ins Herz. Der nächste Text heißt Ihr Engelsgesicht. Die Fiktion funktioniert. An den Wänden der Cocktailbar schattiertes Gespiegel. Glatt und steril, Ihr Engelsgesicht. Zurück im Räumlichen klatscht der Blick gegen einen blonden Rücken und rinnt zwangsläufig herunter, hin zum runden Arsch, an dem vielleicht noch etwas Scheiße klebt. Hier implodieren die Illusionen in schneller Folge, also rauf und ins Zweidimensionale. Glatt und steril, Ihr Engelsgesicht. Ich nehme es mit und fick es durch, in meinen Dreck gekuschelt. Ach ja, eben wurde ja auch schon Sonette gelesen. Und hier habe ich jetzt auch eins, das ist allerdings im Gegensatz zu den anderen sehr formstreng gehalten. Also mit 5 EB im Jambus und Reimen und dem ganzen Tralala, was man so als Germanistikstudent hat eben lernen. Das heißt Zigaretten und Kaffee. Von Zigaretten abgeklopfte Sterne verglühen im freien Fall aufs Laminat. Und Asche rieselt auf das Planquadrat und überdeckt verstreute Apfelkerne. Entkräftet glimmt die mickrige Laterne. Die Nacht tropft aus dem Kaffeeautomat und trifft versehentlich die dunkle Saat. Und Früchte wachsen in die Fensterferne. Beatmet und genährt von Rauch und Dampf, sie dehnen weit sich aus ins Morgengrauen und rauben letztes Land zum Luftschluss bauen. Die Küche krümmt sich, wie gepackt vom Krampf. Der Weltraum bricht und seine schwarz besternte Gewalt vernichtet die Erkenntnisernte. Der nächste Text heißt Lyrik von jetzt und der hat zufällig Ähnlichkeit mit einer gleichnamigen Gedichteanthologie. Jeder auf diesem Friedhof kennt Euterpe, wie sie nachts um die Grabsteine schleicht. Und im Mondschein auf Knien den schmierigen Mutterfickern göttlich die Doppelflöte bläst, bis die Buchstaben nur so über die Lichtung spritzen und die Untoten ausgelutscht zurück in die Gräber kriechen, ihre ungelesenen Hurensöhne im Erdreich versickern. So, und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Gedicht schon. Und irgendwie passt das auch zum Anlass, glaube ich, recht gut. Und das ist dem Herrn Stahl gewidmet. Und das heißt Night of the Living Dead. Die Toten sitzen in ihrer Talkshow, moderiert vom Kreuzberger Mond, dessen Spot in den leblosen Top-Themen der Außengastronomie verzweifelt nach den Highlights sucht, die sich beim Brainstorming blutig durch die Hirnwindungen fressen und im Dunkeln bleiben. Für das sensationshungrige Publikum vor der Leichenstarren Supertotal der Sperrstunde.